bin ich wieder, liebe Leute. Wir müssen zur Brücke. Von dort aus können wir die Implantate des Captains benutzen, um die Überlastung des Antriebs einzuleiten. Die Explosion dürfte dann genügend darunterliegende Systeme beschädigen, um den Ring zu zerstören. Okay, guck mal. Wow, 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 wow. Geschafft an die Arbeit. Bitte übertragen Sie mich ins Steuersystem. Das Terminal befindet sich neben dem Hauptschirm. Hab ich. Ich bin ein paar Tage weg und was passiert? Es wird nicht lange dauern. Da, das dürfte uns genug Zeit geben, eine Rettungskapsel zu erreichen und etwas Abstand zur Halo zu gewinnen, bevor es knallt. Kommt leider nicht in Frage. Mist. Lächerlich, die künstliche Intelligenz eines Kriegsschiffs mit so viel Wissen auszustatten. Haben Sie denn keine Angst, dass man sie anzapft oder zerstört? Er ist in meinen Daten. Lokaler Zugriff. Können Sie sich vorstellen, wie aufregend das ist? Die ganze verlorene Zeit, die menschliche Geschichte. Ah, ich werde jeden Moment der Kategorisierung auskosten. Der Gedanke, Sie könnten die Einrichtung und diese Aufzeichnung vernichten, erschüttert mich. Er hat die Selbstzerstörung abgebrochen. Warum bekämpfen Sie uns, Reclaimer? Sie können gar nicht gewinnen. Geben Sie uns die künstliche Intelligenz und ich werde versuchen, Ihren Tod relativ schmerzlos zu gestalten. Wenigstens habe ich noch die Com-Channels. Wo ist er? Ich habe Zugriffe überall im Schiff. Wahrscheinlich Wächter. Der Illuminat ist im Maschinenraum. Er versucht sicher, den Kern abzuschalten. Selbst wenn ich den Countdown neu starten könnte, was soll ich tun? Wie viel Feuerkraft brauchen Sie, um einen dieser Schilde zu sprengen? Nicht viel. Eine gut platzierte Granate reicht. Gut, ich komme mit. Chief, Wächter! Ja, ich hab die dicken Dinger. Ja, ja. Ja, Wächter sind kein Problem. Sag ich doch, kein Problem. Das Schiff wurde beim Absturz schwer beschädigt. Auf zur Kryokammer. Von dort aus müssten wir in den Maschinenraum kommen. Thank you.
der Doppel aufgefallen. Leben geholt. Leben sind super. What the fuck? Nein, hier müssen wir nicht lang. Aber hier. Schild. Oh, yeah. Und schon hier durch. Hier müssen wir sogar durch. Taschen manchmal. Ich sehe einen. Sehr gut. Oh, falsche Richtung. Alter! Mann, ey, geh ihm noch ins Sack. Ja, super! Ich darf hier vom Vier empfangen. Geil! Liegt der Vogel, Mann! Jetzt können wir wieder sehr lang. Oh Mann, ey. Ich sehe! Weg! Weg! Ey, gib mir das auf den Sack. Rein da. Boom. So. Genau so. Links, rechts, links. Versuche auf jeden Fall. Schon für den Muni haben wir.
Ja. Und nun? Okay, hier lang. Der Maschinenraum, wir sind da. Ach, hier liebe ich's doch. Der Illuminat hat alle Kommandoschnittstellen deaktiviert. Wir können den Countdown nicht wieder starten. Unsere einzige Chance ist die Sprengung der Fusionsreaktoren. Das sollte reichen, um Halo zu zerstören. Keine Sorge, ich habe Zugriff auf sämtliche Reaktorpläne und Abläufe. Vertrauen Sie mir. Zuerst müssen wir die Entladekupplung zurückziehen. Dadurch wird ein Schacht geöffnet, der zum primären Fusionsantriebskern führt. Schritt 1 erledigt. Jetzt müssten wir Zugang zu einem der 4 Fusionsreaktoren haben. Wir brauchen eine katalytische Explosion, um das magnetische Eindämmungsfeld um die Fusionszellen zu destabilisieren. Ich schlage eine Granate oder Rakete vor. Wenn Ihnen die Munition ausgeht, gibt es in der Nähe des Eingangs zum Maschinenraum eine Waffenstation. Analyse. Fusionsreaktor Nummer 1 destabilisiert. Nur noch die anderen 3 Reaktoren. Das müsste reichen, um eine unkontrollierte Explosion auszulösen. Ich mach mal den Klepper auf. Bei der momentanen Zerfallsrate haben wir 15 Minuten Zeit, um das Schiff zu verlassen. Wir müssen nach draußen und Evac anfordern. Zugriff auf Plan. Über dem Maschinenraum ist ein Versorgungslift. Er führt zu einem Versorgungsgang der Klasse 7, der an der tragenden Struktur des Schiffs entlang verläuft. Schnell!
Hier kann ich mal besser fahren. Uns rausholt. Position halten. Nee, nee. Cortana an Echo 41. Echo 419. Sie ist tot. Berechne alternativen Fluchtweg. Laut Bordinventar ist noch immer ein Longsword-Fighter in Startsilo 7 gedockt. Vielleicht haben wir eine Chance. Thank you.
Schalten Sie sie ab, wir brauchen sie später. Aber schicker. Hat jemand geschafft? Scan läuft. Negativ. Wir sind die Letzten. Wir haben das Richtige getan. Für die Erde. Eine Armada der Allianz. Ausgelöscht. Die Flood, wir hatten keine Wahl. Halo, das war's. Nein. Ich glaube, es geht erst los. Ja, und in dem Sinne, liebe Leute, würde ich sagen, wir sehen uns dann nächstes Mal bei Halo 2. Es hat mal wie immer Spaß gemacht mit euch und danke fürs Anschauen und bis auf Wiedersehen.